Leute, bevor das Video jetzt anfängt, ey, ich streame gerade, also gerade genau dieses Game, was ihr jetzt quasi im Folgenden sehen werdet, Winter Story, ein Minecraft-Klon, der extrem crazy nice aussieht und werde das heute Abend ein bisschen im Multiplayer antesten. Ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, Stream läuft jetzt, kommt auf jeden Fall vorbei und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Okay, aber fühlt sich wirklich ziemlich stark nach Minecraft an. Oh, Akani! Gibt mir so ein bisschen den Oldschool-Minecraft-Vibe gerade wieder zurück, muss ich ganz ehrlich sagen. Leute, wir spielen heute gemeinsam das allererste Mal Vintage Story. Ein Minecraft-Klon, der quasi claimt, besser als Minecraft sein und ein kleines bisschen darauf schließen lässt, wie eventuell Hulltale werden könnte. Keine Ahnung, ob das Game so gut ist, wie alle sagen. Ich habe es bis jetzt noch nicht bei irgendwem gesehen. Ich glaube, Gronkh hat es tatsächlich mal im Livestream gespielt, meinte Papa Platte eben. Ansonsten bin ich echt mal gespannt, was dahinter steckt. Ich glaube, das Game hat im letzten Monat 3000 Downloads bis dato nur gemacht. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was dahinter steckt. Ich habe absolut keine Ahnung, was ihn erwartet, aber wir haben auf jeden Fall eine Menge wunderschöne Musik und wir können auch hier einstellen, wie oft die Musik stattfinden soll und sowas. Das ist auf jeden Fall das Menü. Ihr wisst, meine Freunde, ich bin nicht derjenige, der hier irgendwas großartig erklären kann, weil ich überhaupt keine Ahnung habe. Ich habe die Grafik jetzt auf absolut Maximum gestellt. Was das bedeutet, weiß ich auch nicht. Ich würde sagen, wir machen Singleplayer, createn einfach mal eine neue Welt. Sunny Hermit Valley nehmen wir einfach mal. Ja, Sunny Hermit Valley, Standard Exploration, Wilderness Survival. Wir haben hier auf jeden Fall verschiedenste Möglichkeiten. Das ist die komplette Experience. Hier haben wir tatsächlich weniger Combat drin. Hier haben wir sehr, sehr viel Combat und sehr, sehr viel Survival Mechanics und hier haben wir einfach nur Creative, also wo ich quasi rumfliegen kann. Ich würde sagen, meine Freunde, wir klicken einfach mal auf ganz kurz auf Create World hier unten und schauen mal ganz kurz, was uns hier erwartet. Das Game ist, wie gesagt, ein Minecraft-Klon, beziehungsweise primär ein Game, was so ein bisschen aussieht, wie Hulltale eventuell irgendwann aussehen könnte. Was genau dahinter steckt, was die Mechanics von dem Game sind und was überhaupt abgeht, ey, ich kann es euch nicht sagen. Es gibt auf jeden Fall einen Multiplayer, meine Freunde. Es gibt auf jeden Fall einen Multiplayer und den werden wir heute Abend definitiv gemeinsam im Livestream mal ausprobieren. Wenn ihr Bock darauf habt, sehen wir uns auf jeden Fall, wie eben schon bereits angekündigt, im Livestream. Geil, Mann. Das sind auf jeden Fall wir hier. Das bin ich hier quasi im Wasser. Ich bin komplett nackt und weiß. Ich würde sagen, das Erste, was wir machen, ist erstmal uns hier umschauen. Wir können Blöcke mit der Hand abbauen. Und kriegen die Blöcke und können die mit Rechtsklick setzen. Ich würde sagen, wir bauen erstmal Holz ab, weil es doch somit das Erste ist, was man in Minecraft macht, oder? Okay, ich brauche erstmal... Okay, kriege ich hier irgendwas? Oh, wir haben hier Tiere. Nein, wir haben hier Steine. Okay, die kann ich aber mitnehmen, oder? Ah ja, okay, ich habe schon mal einen Flint. Okay. Geil! Ich habe einen Busch bekommen. Der ist leer. Okay, nice one. Also hier gibt es auf jeden Fall Bärenbüsche. Jetzt habe ich Clay. Okay. Clay Farming. Okay. Ah, okay. Jetzt kann ich hier aus dem Clay also verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel eine Form für eine Bowl. Die kann ich dann jetzt hier so... Oh, okay, ich kann schisseln. Ach so, okay, alles klar. Ah, okay, das heißt, ich kann sogar quasi hier verschiedene Rezepte schisseln. Okay, interessant. Sieht optisch auf jeden Fall bis dato ganz stark nach Minecraft aus. Eigentlich fast 1:1 tatsächlich. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die deutlich besser aussehen als Minecraft. Das könnte zum Beispiel hier sowas sein. Aber ich muss erstmal irgendwie gucken, dass ich an Holz komme. Ich habe jetzt hier Cattails bekommen. Katzenschwänze, okay, alles klar. Wir haben hier einen Stein, den ich mit Rechtsklick werfen kann. Ich glaube, wir gucken erstmal, dass wir ein paar Steine finden. Weil vielleicht kann ich mit dem Stein ja dann doch einiges anfangen. Das ist natürlich dumm, dass ich den einzigen Stein, den ich jetzt gerade hatte, weggeworfen habe. Bis dahin auf jeden Fall fühlt es sich deutlich langsamer an als Minecraft. Also ich kann auf jeden Fall noch nicht sprinten oder so, das gibt's noch nicht. Und ich habe noch keine Tiere gesehen. Aber da vorne ist irgendeine Hütte. Das hier ist mein Inventar, das bin ich. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall meine Stats achten. Ich muss auf jeden Fall was essen. Nutrition. Okay, ich heiße, ich muss genug Proteine essen. Ich muss genug Korn zu mir nehmen. Ich muss genug Gemüse und genug Früchte zu mir nehmen. Und habe hier die Möglichkeit, meinen Skin auch, glaube ich, noch anzupassen. Und dann verschiedenen. Ja, den Skin sollten wir auf jeden Fall mal zeitnah anpassen. Okay. Shift to place to begin knapping. Was ist denn? Flint Axe Head. Flint Arrowhead und Flint Axe Head. Und jetzt muss ich das knappen. Ah ja, und ich muss hier alles weghauen. Ah, okay. Das heißt, ich gehe jetzt quasi hin und mache mir hier den Axtkopf und muss den erstmal wie so ein Steinzeitmensch selber mit den Steinen hier quasi formen. Das ist eine sehr coole Mechanik. Sehr, sehr nice, sehr, sehr nice. Und wahrscheinlich, wenn ich das gemacht habe, kriege ich wahrscheinlich den kompletten Axtkopf. Okay, ich habe jetzt schon mal ein Flint Axe Head. Jetzt brauche ich eigentlich ja nur noch irgendwie einen Stock, meines Wissens. Und dann könnte ich ja daraus eine Axt machen. Und die könnte ich dann benutzen, um da dann irgendwie mit einer Axt zu machen, ne? Holz zu farmen. Okay, okay. Eigentlich ist sehr naheliegend. Wir haben hier gerade eine Blockhöhe von 320 Blöcken eingestellt. Man kann sogar bis in die 10.000er hochgehen. Also quasi unendlich hohe Gebäude bauen. Hier vorne haben wir nochmal Sand. Ist das Treibsand oder sowas? Nee, ich glaube, es ist Granit. Okay, aber fühlt sich wirklich ziemlich stark nach Minecraft an. Birch Leaves. Wir können einfach durch die Büsche durchgehen. Das ist schon mal ganz nice. Also irgendwie... Akani! Hey, Akani! Leute, guck mal! Da ist ein Fuchs, da ist Akani! Oh mein Gott! Hey, kleiner Mann! Oh mein Gott, ist das süß. Ich will es von vorne sehen, ich will es von vorne sehen, ich will es von vorne sehen. Oh, Leute, guck
Guck mal, wie süß das ist. Oh mein Gott, okay. Also wir haben schon mal Füchse. Ganz wichtig auf jeden Fall im Spiel. Ein Game ohne Arcane läuft auf jeden Fall für mich nicht. Hier geht es scheinbar runter in eine Mine. Also ich meine, ich werde ja irgendwo noch minen gehen müssen wahrscheinlich. Ey Leute, ich fühle mich gerade wie, weil ich das erste Mal Minecraft spiele. Okay, komme ich hier denn irgendwie rein? Was? Okay, kann ich, kann ich den mitnehmen, den Stuhl? Ich würde gerne was von dir kaufen, aber du verkaufst nur Lackey Gloves, Lackey Shoes. Ich gehe einfach raus und lass dich in Ruhe. Ah, okay, das ist so eine Art Traders Outpost. So, lass uns jetzt mal überlegen. Wir haben jetzt diesen Axe-Head. Ja, aber ich muss hier irgendwie gucken, dass ich an mein Holz komme. Das Spiel gibt einem nicht viel Hilfe, aber ich will es aber auch irgendwie selber herausfinden. Oh, oh. Oh, oh. Das war dumm. Oh, oh. Ich bin tot. Nein, nein, nein. Oh, oh. Leute, es tut mir leid. Ah! Was mich ein bisschen stört tatsächlich, ich bin sehr, sehr langsam, was die Bewegung angeht. Also ich kann mich unglaublich langsam bewegen. Immerhin Hasen. Okay, interessant. Also es ist schon echt schön, muss man sagen. Man kann es nicht anders sagen. Kupfer. Okay, wir haben Kupfer bekommen. Kann ich aber bis jetzt auch noch nicht viel mitmachen. Muss wahrscheinlich gebrannt werden. Wo bekomme ich denn Holz her, wenn ich kein Holz abbauen kann und auch dann vom Trader das Haus nicht abbauen kann? Actually geht mir dieses Game gut rein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es gar nicht so schlecht. Also bis dato lässt es sich hier sehr gut spielen. Hat mir übrigens die liebe Marty empfohlen. Auch eine kleine Streamerin hier auf Twitch. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich glaube, Tobi und ich werden es heute Abend mal im Multiplayer genauer anschauen. Gibt mir so ein bisschen den Oldschool-Minecraft-Vibe gerade wieder zurück, muss ich ganz ehrlich sagen. Übrigens, zum neuen Minecraft-Projekt, meine Freunde, sind wir natürlich auch noch in der Planung. Ich bin gerade mit Early Boy in den letzten Zügen. Und wir werden uns da auf jeden Fall diese Woche noch finalisiert zusammensetzen, dass wir spätestens nächste Woche damit anfangen können. Oh, eine Muschel. Die nehmen wir auch mal mit. Keine Ahnung, was damit kann. Das sieht doch aus, als hätte da irgendjemand was gebaut da vorne, oder? Oder bin ich dumm? Hier ist ein Esel links, auch interessant. Peter darf also auch mitspielen, sehr schön. Comedy Gold an der Stelle hier. Ich finde es ein bisschen irritierend, dass man seine Arme nicht sieht. Was ist das denn hier? Ist das eine Ruine? Ist das maybe sowas, wo ich einen Schatz finde oder so? Also es ist auf jeden Fall was Menschengemachtes hier. Das ist schon mal klar. Und hier oben haben wir hier was? Cracked Vessel, also eine Vase. Oh, da kam was raus. Eine Menge Reis. Okay, wir haben Reis bekommen. Wie bekomme ich Holz? Das wäre jetzt so meine erste Frage. Weil ich weiß jetzt, wie ich diesen Stone-Kopf mache. Aber jetzt an Holz zu kommen, das wäre nochmal was ganz anderes. Lavendel haben wir hier auch, ne? Schaut mal hier. Ist das Lavendel? Catmint. Katzenminze. Wenn ich die esse, bin ich dann high. Katzen werden high, wenn man Katzenminze isst. Hast du schon mal so eine Katze auf Katzenminze gesehen? Saulustig, die liegen die ganze Zeit nur rum. Ah, okay, ist das hier ein Eichhörnchen gewesen gerade? Hier ist ein Hühner. Ich muss das Huhn umbringen, Leute. Ich muss das Huhn töten. Ich werde das Huhn mit meiner Faust totschlagen. Ich will wissen, was da rauskommt. Töte es! Stirb, Huhn! Mann, du dummes Huhn, bleib doch stehen, Alter. Holy shit. Wieso stirbt denn das nicht? Junge, oh, Stöcke! Oh, Stöcke! Oh mein Gott, okay, können wir jetzt vielleicht doch? Okay, Leute, jetzt kriegen wir es raus, pass auf. Knife Blade. Okay, wir machen jetzt erstmal eine Messerklinge. Vielleicht kann ich die mit dem Stock zusammen schon zu einem Messer machen, wer weiß. Vielleicht kann ich das Huhn dann schneller töten und effektiver. Weil ihr wisst, als Vegetarier ist es ganz wichtig, sich komplett auf Fleisch zu verlassen. Ganz genau, so sieht's aus. Ist so eine Art Schwert dann hier, ne? Nice, Mann, ich bin gespannt. Ich kann das Knife Blade nehmen und dann einen Stock darunter? Oh mein Gott, Leute, wir haben ein Messer. Wo ist das Huhn? Du dreckiges. Okay, Leute, wir haben ein Messer. Das ist gut. Okay, seht ihr? Und das ohne sich damit auseinanderzusetzen, was ich überhaupt machen muss. Okay, also nehmen wir wieder Gravel und nehmen das auf den... Ja? Hoe, Shovel und Spear. Axe-Head auf jeden Fall. Eine Axt ist nicht verkehrt. Auch ganz cool, wenn man das hier so abbaut quasi, dann springt das komplett ab, weil es irgendwie dann getrennt ist vom Hauptkörper. Ganz nice. Okay, aber eine Pickaxe kann ich noch nicht abbauen. Aber damit werde ich doch wahrscheinlich jetzt Holz fällen können, oder? Also gucken wir mal ganz was bei dem Stock dazu. Zack, wir haben eine Axt. Und jetzt werde ich wahrscheinlich den Baum abbauen können damit, oder? Maple Log. Ist das ein Stone-Tool, was ich hier gerade habe, oder nicht? Ist das nicht hart genug? Fällt der ganze Baum hier zusammen, oder nicht? Ey, Leute, das ist gerade für mich komplett aufregend. Das dauert sau lange, da einen Baum abzubauen hier, by the way. Oh! Okay, nice. Kann ich die jetzt zu irgendwas craften? Und was ich jetzt damit machen kann, ist nicht gesagt, oder wie? Ich will einen Huhn töten, Leute. Ich muss auf jeden Fall einen Huhn töten. Ich habe jetzt nicht umsonst diese Scheiße gemacht. Ich muss auf jeden Fall einen Huhn umbringen. Ah! Büsche geben Stöcke. Okay, das ist interessant. Okay, nice. Okay, good to know. Nice eigentlich. Good f***ing game. Hey, crazy. Es gibt mir gerade komplett wieder diesen Minecraft-Film von früher. Lass uns jetzt versuchen, einen Huhn zu töten. Da vorne ist eins. Es tut mir wirklich leid, Alter. Ich bin Vegetarier. Oh nein, das kleine Küken. Stirb. Bleib stehen. Okay, dann stirbt das große Huhn. Ich krieg das kleine Huhn niemals gefangen. Alter, ich hab dich fünfmal mit einem Messer gestochen. Du bist ein Huhn. Wieso stirbst du nicht? Bro. Okay, und jetzt kann ich das auseinanderschneiden und ernte das Huhn. Okay, wir kriegen Federn, Knochen. Okay,
Ich brauche dann wahrscheinlich so eine Art Backpack, beziehungsweise dieser Trader eben, der hatte ja eine Art Backpack, also irgendwas, was ich nutzen kann, um mehr Platz zu bekommen in meinem Inventar. Jetzt wird es auch hier gerade, glaube ich, Nacht. Das ist gar nicht geil, Alter. Das ist gar nicht nice. Gibt es hier Nachtmonster? Kurz gefragt. Also, wir haben unsere Axt und unser Messer. Wir können es verteidigen zur Not. Glaube allerdings nicht, dass das so lange hält. Okay, gut. Wir rennen mal darüber, versuchen mal da irgendwie ein Lager aufzuschlagen, Leute. Ich will das jetzt auch hier gar nicht allzu lang ziehen, weil ich eigentlich heute Abend gerne im Livestream mit euch alle Sekunden möchte. Aber crazy Game. Es ist halt immer die Frage, kommt so ein Spiel an Minecraft dran? Das ist halt immer das Ding. Also, man vergleicht es halt automatisch immer wieder mit Minecraft. Und Minecraft ist sehr viel simpler scheinbar als das Spiel hier. Fly. Ja, der sieht Fliegenpilz. Den können wir sicherlich auch essen. Ich meine, obviously wissen wir, dass es passieren wird, wenn ich den esse, aber ja, das tat extrem weh. Ja, also wie ich gesagt habe, wir können eigentlich alle Pilze essen, außer halt Fliegenpilze und die giftig sind. Aber das werdet ihr schnell herausfinden, welche giftig sind, oder? Ich meine, ihr seid ja erwachsen. Ihr werdet das schon irgendwie hinbekommen. Okay, was mache ich jetzt? Ich meine, es ist Nacht. Gibt es irgendwie Monster oder so? Ich habe gerade ein bisschen Schiss, also. Ah, hier, Beetroot ist das, okay. Und wir kriegen wieder Samen dadurch, okay, nice. Kriege ich jetzt wieder volles Leben, wenn ich volles Essen habe? Also wie ist das hier? Ich meine, ein bisschen Angst jetzt gerade auch tatsächlich. Brauche ich irgendwie... Ja, ich höre hier Wölfe. Also irgendwie ist das deutlich gruseliger als Minecraft bei Nacht. Ich weiß nicht, vor allen Dingen... Also ich muss ja irgendwie mehr Platz im Inventar haben. Okay, es scheint keine Monster bei Nacht zu geben. Jetzt regnet es auch noch, Alter. Was für ein Piss. Okay. Ich hätte den Fliegenpilz nicht essen sollen. Tobi, also... Ja. Ja, wusste ich nicht, dass das... Also, ja. Oh, hier vorne ist wieder ein Dungeon, Leute. Kleines, aber feines Ding. Gucken wir mal ganz kurz rein. Die Regensounds auf jeden Fall schon sehr viel besser als die in Minecraft, Alter. In Minecraft mega annoying. Hier echt annehmbar. Okay, ist hier irgendwas? Also, Bony Soil. So many bones. Hab hier, glaube ich, gerade ein Grab ausgebuddelt. Wie komme ich jetzt da ran? Also, ich meine... Ah ja, hier. Okay, hier habe ich jetzt Flux Fibers. Four of them can be turned into wine. Seeds von Cabbage. Dann kann ich doch hier... Ah, okay. Also, habe ich jetzt hier ist quasi so eine Art... Ich habe einen Linensack, Leinensack. Okay, dann kann ich doch da alles schon mal reintun. Das ist doch schon mal, also dann kann ich doch jetzt hier mit. Okay, nice. Okay, wir lassen einfach das Grab, was wir gerade geschändet und ausgeräubert haben, einfach in Ruhe und tun, als wäre das nie passiert. Gibt's eigentlich Fallschaden? Ja, was ist das? Das war's. Von diesem Video. Wir sehen uns heute Abend im Livestream, meine Freunde, wenn wir das Spiel im Multiplayer spielen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch hintersteckt. Ich glaube, da kann echt einiges abgehen, Leute. Crazy interessantes Konzept auf jeden Fall. Finde ich ganz nice. Sehr viel komplexer als Minecraft und von der Grafik her und der Spielweise deutlich stabiler als Minecraft in den Early Days. Nices Ding. Ich würde sagen, ich bin an der Stelle raus. Schaut auf jeden Fall bei dem Entwickler. Ja, der Link ist in der Videobeschreibung, wenn ihr das auch kaufen wollt. Ich hoffe, die führen irgendwann einen Creator-Code ein. Ich bin an der Stelle raus, meine Freunde. Wir sehen uns heute Abend im Livestream. Bis gleich, dann tschüss. Auf Wiedersehen.